So. Ha. Schlagerschlaufe ist nicht mehr in Wireless-Zeiten. Hat sich ausgeschlauft. Muss man irgendwie simulieren. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Jetzt klatschen. Ja, es ist tatsächlich wieder soweit. Ich freue mich sehr. Wir haben sehr viele Anmeldungen gehabt. Ich bin gespannt, ein paar sind nicht da. Ich schätze mal, wir sind so ungefähr 100 Leute jetzt hier. Können hinhauen, ne? Ein paar kommen sicherlich noch dazu und die sind unentschuldigt fehlend. Wir nehmen aber das ernst mit den Anmeldungen. Nur gegen Attest darf man hier fernbleiben. So sieht's aus. Ich weiß, es gab ein, zwei Absagen, aber nichts Nennenswertes. Ich freue mich sehr. Das ist jetzt der fünfte Workshop. Vielleicht mal Hand hoch. Wer ist das erste Mal hier? Oha. Oh wow. Wir müssen bei null anfangen. Oh Gott, alles wieder von vorne. Genau, Tim, stell dich doch einfach mal vor. Ich bin Tim Pritlove. Und das ist Claudia Hallo. Krell. Dennis Morhardt und Ralf Stockmann. Und wir sind hier so ein bisschen das Team, was hier so die Organisation wuppt und das alles ankündigt und durchzieht. Mit eurer Hilfe zu Beteiligungsmöglichkeiten, was bestimmte Tätigkeiten betrifft, sagt Claudia gleich nochmal ein bisschen was. Vielleicht nochmal so ein bisschen zur Geschichte. Tatsächlich ist das hier eigentlich schon der siebte Event in dieser Reihe. Wir haben irgendwann mal angefangen, das Ganze so als Entwicklertreffen loszutreten. Das war so ein bisschen so ganz am Anfang, als das mit der Softwareentwicklung noch nicht so richtig angefangen hat. Und es hat sich dann relativ schnell gezeigt, dass wenn man sich jetzt nur auf Software konzentriert, dass das irgendwie nicht so zieht. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir doch einfach einen Podcaster-Workshop drauf. Und das hat dann irgendwie sofort Feuer gefangen. Und jetzt sind wir halt schon im fünften Durchlauf, immer jedes halbe Jahr. Ist jetzt auch immer größer geworden. Seit dem letzten Mal sind wir hier bei Wikimedia. Und ja, zum letzten Mal hat sich nicht so sehr viel geändert. Es ist nur so, dass wir leider einen Raum nicht haben, den wir das letzte Mal genutzt haben. Deswegen werden wir dann hier diesen Raum im zweiten Teil des jeweiligen Tages, also morgen übermorgen, anders nutzen. Aber grundsätzlich haben wir so diesen Modus gefunden, dass wir halt am Anfang des Tages und jetzt natürlich auch hier Vorträge machen. Vorträge heißt immer Präsentation, es gibt mal wirklich was zu erzählen, von dem wir eben glauben, dass das sowieso alle interessiert und was jetzt in so eine Workshop-Session nicht unbedingt so reinpassen würde. Aber der Kernteil ist natürlich die Sessions. Man hätte auch jetzt Barcamp sagen können, das haben wir bisher auch immer gesagt, wollen aber jetzt eigentlich gar nicht so sehr das jetzt als Barcamp verstanden wissen, sondern einfach miteinander arbeiten. Und das ist alles aber trotzdem selbstorganisierend. Das heißt, es gibt eine Planung für die Vorträge, aber es gibt jetzt noch keine Planung für die eigentlichen Workshop-Sessions. Die Workshop-Sessions finden dann, wie gesagt, hier, aber vor allem auch in den anderen beiden Räumen da hinten, dem größeren und dem kleineren, statt. Und ja, da seid ihr dann halt gefragt. Eure Themen, Claudia, du sagst ja gleich was dazu, wie wir das organisatorisch machen, ne? Und dadurch werden wir dann hier auch wieder die gewohnte Bandbreite haben. Es gibt ja so ein bisschen diesen Mythos, dass es hier beim Podlove-Workshop irgendwie nur um Technik geht. Dem ist halt mitnichten so, sondern hier geht's halt um alles. Also alles, was Podcasting, Landschaft, die Community, auch natürlich die Technik, Aufnahme, Gesprächsführung, wie man Podcasts bewirbt, publiziert und so weiter. Also eigentlich jedes Thema, was euch irgendwie angemessen erscheint, das ist dann hier auch tatsächlich gewünscht und gewollt. Und wenn ihr eben was einzubringen habt oder wenn ihr das Gefühl habt, dass ein bestimmtes Anliegen von euch vielleicht auch noch andere interessieren könnte, dann erwägt doch da auch eine Session mit anzubieten. Claudia wird gleich erklären, wie wir da das auflösen und dann auch tatsächlich zum Programm kommen. Letzten Male haben wir das dann immer so gemacht, dass wir das immer am Mittag, quasi noch vor dem Mittagessen planen. Das war uns ein bisschen zu knapp, deswegen machen wir es diesmal anders und machen quasi die Planung für den nächsten Tag halt immer schon vorher. Also heute Abend planen wir die Workshop-Sessions für den Samstag
Und am Ende des Samstags planen wir dann halt den Sonntag und dann weiß man halt auch irgendwie schon abends, womit es dann weitergeht. Müssen wir mal ausprobieren. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Dann ist natürlich auch noch neu, dass wir jetzt diesen dritten Tag dazu haben. Das war halt jetzt so ein bisschen Zufall, weil sich das hier mit dem 1. Mai jetzt gerade so ergeben hat. Muss man mal gucken, ob man das so beibehält, aber ich fand das ganz gut. Manche von euch waren ja schon früh dabei. Wir haben uns da mit den mit anderen Entwicklern da hinten getroffen und halt so Nerd-Talk gemacht, um das auch hier so ein bisschen rauszuhalten und da auch so richtig vom Leder ziehen zu können. Das ist jetzt sozusagen vorbei. Trotz alledem wird es natürlich noch einige Diskussionen um Software und so weiter geben, aber das natürlich vor allem so aus der Nutzersicht. Ne? Ja, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ralf, Dennis, habt ihr noch was? Alles gut, läuft. Okay, ansonsten... Ich übergebe erstmal an Claudia. Haben wir ja den Plan euch nochmal angeworfen. Es wird relativ spätes Mittagessen, Abendessen geben. Ich denke, es wird euch nicht allzu schwer fallen, weil hier war ja noch einiges an Essen so im Umlauf. Und bevor wir aber dahin gehen, werden wir euch noch ein paar organisatorische Hinweise reinschmeißen. Ihr werft ein, wenn ich irgendwas vergessen habe. Ja, wie Tim schon gesagt hat, erstmal herzlich willkommen zum PPW 15a. Wir haben Streaming. Für diejenigen, die es schon im Stream gucken, nochmal die URL. Für alle anderen streaming.media.ccc.de. Ihr könnt das gerne nochmal nach draußen hauen. Genau, twittert mal ordentlich. Wir sind wieder zu Gast bei Wikimedia. Ja. Vielleicht kurz dazwischen, was wird eigentlich gestreamt? Eigentlich alles, was hier in dem Hauptraum passiert. Ja? Also nicht dann die einzelnen Workshop-Sessions in den beiden anderen Räumen, sondern halt nur genau. Hier. Und danke an der Stelle auch nochmal an Dennis und Daniel, die gestern das Equipment hierher geliefert haben und an das VOG, dass das wieder alles aufgebaut hat und an unsere Kamerakinder, die hier wieder für alles sorgen, dass es aufgenommen wird. Ja, wie gesagt, wir sind zu Gast bei Wikimedia Deutschland wieder und danken an der Stelle auch Wikimedia ganz herzlich, dass die uns hier wieder zu Gast haben. Wir haben also offensichtlich letztes Mal nicht ganz so viel Chaos hinterlassen. Einige von euch haben vielleicht den netten Herrn hier schon kennengelernt. Das ist der Björn. Der Björn wird uns auch morgen wieder begleiten. Nachher ist Olga da und die beiden kommen von Wikimedia. Die betreuen uns dieses Mal sozusagen, damit wir noch weniger Unfug machen. Weil wir haben nämlich letztes Mal dieses Schild ein bisschen missachtet. Und den Rauchern möchte ich das jetzt bitte auch deswegen gleich zu Anfang nochmal sehr ans Herz legen. Geht bitte nach hinten rauchen. Es ist alles ausgeschildert und lasst vor allen Dingen die Tür nach vorne zu. Das gab letztes Mal ein bisschen Ärger, weil die offen geblieben ist stellenweise und das dann von den anderen Mietern des Hauses nicht ganz so gutiert wurde. Also das gab richtig Ärger. Ja, um das hier nochmal so klarzustellen. Also wir kriegen richtig Ärger. Und, wir geben den an euch weiter. Von daher haltet euch dran. Es ist ganz wunderbar, im Hof zu rauchen, wenn ich rauchen würde. Ich würde nur dort rauchen wollen. Und dazu auch, also ihr findet den Weg garantiert. Es ist nun nicht nur dieses Schild hier, sondern ihr findet auch auf dem Weg nach unten noch Schilder. Und wenn ihr dieses Schild seht, wart ihr zu weit. Dann dreht bitte um. So, ihr habt vielleicht aus dem letzten Mal noch in Erinnerung, dass wir so eine nette Snackbox hatten draußen, wo man sich den Tag über noch so ein bisschen mit Kohlenhydraten versorgen konnte und Schokolade und sonstigen. Die ist dieses Mal leider so. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn wir haben ja unser nettes Gaumen-Support-Team auch dieses Mal wieder am Start. Die werden uns hier sehr gut von morgens bis abends versorgen. Heute Abend zum Beispiel gibt es das hier. Da könnt ihr euch also schon mal drauf freuen. Und dann natürlich auch ordentlich zu trinken. Nicht einfach nur das hier sagen, wir müssen auch auf die Accessibility achten. Verzeihung. Und darfst du es vorlesen? Dann dauert das ja so lange, aber nein. Es gibt Quiche Lorraine mit Speck für die Fleischesser unter uns, die ganze vegetarische Variante mit Pilzen, grünen Salat mit Vinaigrette und zum Abschluss eine Kirschcreme mit Mandelkrokant. Mmh. Ist für alles gesorgt. Und wenn ihr das dann gegessen habt, das habt ihr heute auch schon mal durchexerziert, dann geht es damit weiter. Eure Teller und überhaupt eure Abfälle, Essensabfälle, dafür gibt es zwei Boxen. Die stehen draußen und da entsorgt ihr einfach alles rein. Das wäre ganz nett, wenn ihr, also es wird auch weggeräumt, aber wir sind ja hier ein bisschen selbst organisiert und es wäre ganz gut, wenn ihr da auch alle so ein bisschen ein Auge drauf habt und eure Sachen entsprechend wegräumt. Und wenn ihr leere Kaffeebecher habt, dann steht draußen ebenfalls ein Wagen, stellt die da drauf. Der nette Empfang kümmert sich darum, dass die abgeholt und sauber gemacht werden.
Spezialexperten unter uns, schöne Grüße an Mara, haben auch schon Fächer ausgemacht, die Kaffeebecher beinhalten können, damit man sie auch recyceln kann. Ist sehr vorbildlich an dieser Stelle und damit man nicht jedes Mal einen neuen Kaffeebecher braucht. So, dann Getränke überhaupt. Ihr findet hinter euch wieder die nette Bar. Dort steht auch drauf, Selbstbedienung, das könnt ihr auch tun. Das ist durchaus so gedacht. Da könnt ihr euch also einfach Sachen rausholen. Und was ihr dort seht auf dem Bild, ein voll gefüllter Kühlschrank, ist auch tatsächlich der Idealzustand. Wenn sich dieser Idealzustand irgendwann von diesem Idealzustand wegbewegen sollte, dann findet ihr Nachfülldinge in einem Räumchen, das hinter dem Kaffee sozusagen gelagert ist. Da könnt ihr dann einfach mal hingehen selber oder euch ein paar Leute zusammensuchen und dann einfach den Kühlschrank wieder auffüllen. Das wäre sehr freundlich. Und wenn ihr selbiges tut, dann denkt dran, auch die Kisten vielleicht auszutauschen, die hinter der Bar stehen. Das ist nämlich die Leergutablage. Das heißt, auch dort könnt ihr dann eure Getränke gleich hinpacken. Ihr werdet jetzt in dem Kühlschrank erstmal nur alkoholfreie Getränke finden. Das liegt natürlich daran, dass wir gerne hätten, dass ihr hier super konzentriert mitarbeitet. Aber wir haben eine gute Nachricht für euch, also jedenfalls für diejenigen unter euch, die das gerne möchten. Ab nachher gibt es das hier. Also es wird Rotwein, Weißwein, Sekt und Bier geben. Und das ist allerdings nicht in der Getränkepauschale mit drin enthalten, die wir quasi in den Eintrittspreisen mit drin hatten oder überhaupt in unseren Kostendeckungspreisen. Das heißt, wir wären euch dankbar, wenn ihr für die Getränke nochmal das hier in die Kasse reinschmeißt. Das ist die schwäbische Variante. Und für alle nochmal die Übersetzung. Also 1,50 Euro fürs Bier und 2 Euro für Wein und Sekt. Und falls hier schon jemand denkt, ach, so eine Flasche Wein, das ist aber günstig, es gilt fürs Glas. Wann genau ist denn nachher? Natürlich vor unserem schönen Vortrag 100 Millionen Jahre Sendegate. Wir werden euch da nämlich mit Sicherheit noch mit einem Trinkspiel beglücken, damit es auch entsprechend Spaß macht. Und der Umsatz stimmt. Das Geld, ich habe da hinten auf die Bar auch eine weiße Schale hingestellt, schmeiß das einfach da rein. Und damit wir nicht nur zum Essen und zum Trinken hier sind und zum irgendwie nett Smalltalk halten, wir wollen ja auch ein bisschen arbeiten. Tim hat schon angerissen, wir haben hier ein bisschen weniger Räume, aber wir haben viele Räume und wir haben ja auch viel vor. Deswegen mal eine kurze Vorstellung noch, in welche Räume wir mit was reingehen können und was da passiert. Der wichtigste ist der hier. Den gibt es wirklich, der Raum 9¾. Da findet ihr ganz viele Vorräte. Das heißt, wenn ihr merkt, dass sich irgendwelche Vorräte auf Toiletten oder sonst was mal dem Ende entgegenneigen, guckt da auch einfach mal rein und füllt selber nach. Und vor allen Dingen steht dort auch Putzzeug. Also wenn mal irgendwie was runterfällt, der Kaffeecontainer auf dem Boden landet oder sonstiges, wäre schön, wenn ihr auch mal selber dann einfach den Raum 9¾ aufsucht. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit Podcasts findet dann aber eher in Raum Mosaik statt. Das ist hier, in dem ihr gerade sitzt. Tim hat schon gesagt, wir teilen das dann morgen ein bisschen auf für die Workshops, weil wir einfach einen Raum weniger haben. Das heißt, wir werden dann vor der Bühne so einen kleinen Stuhlkreis aufbauen, dann noch ein Flipboard hinstellen und dann hoffentlich den Community-Raum ersetzen. Der zweitgrößte Raum ist der Alphabet. Da passen rein so 50 Leute. Knapp 50 Leute, also nur mal so für die Größenordnung, ist also der zweitgrößte. Bietet sich dann eben auch eher an für Sessions, die ein bisschen mehr Zulauf, ein bisschen mehr Interesse haben. Und dann haben wir noch den Synkope, den könnt ihr euch auch mal angucken. Das ist ein sehr kleiner, süßer Raum, anders kann man es, glaube ich, nicht sagen. Da passen um den Tisch rum 10 Leute, wenn ihr euch dann noch Stühle mitnehmt, ein paar mehr halt. Was wir aber versucht haben, ist auch, oder was wir versuchen wollen, ist ein bisschen anzuregen, dass ihr euch einfach eigene Plätze schafft. Wir haben da hinten neben der Bar den Raum schon mal genutzt und haben da die Sitzdecke ausgebreitet, die sich hier so versammelt haben in den Räumen. Und die könnt ihr dann einfach nutzen, vielleicht um da hinten ein bisschen rumzulungern oder aber auch euch mal in kleinen Gruppen zusammenzusetzen und zu diskutieren. Das Gleiche gilt, wenn ihr hier irgendwas an Fläche seht, die Stühle sind transportabel, schnappt euch Stühle, setzt euch zusammen. Wenn es dann halt mal so 5er, 6er, 7er Gruppen sind, dann tut das einfach. Damit kommen wir dann auch schon zu unseren Infowänden. Wir haben eben, wie gesagt, probiert, das ein bisschen auseinanderzuziehen. Also, oder wir probieren das so mit der Planung ein bisschen anders zu machen. Es gibt unheimlich viele Vorschläge, die ihr alle eingebracht habt. Wir sind super dankbar dafür. Und es gibt auch viele Redebedarf und viele Themen, die eben besprochen werden wollen.
Und ein Vorschlag von uns ist es, dass ihr die Themen, die ihr besprechen wollt, die aber vielleicht zu klein in Anführungszeichen für eine Session sind, in diesem Sprich mit mir Überbereich anbringt. Dass ihr also euer Thema aufschreibt, den Namen und vielleicht wann ihr euch zusammensetzen wollt oder wie ihr euch treffen wollt und sich so eben Leute finden können. Johannes hat das schon gemacht heute. Was waren nochmal die beiden Themen, die du da hattest? Der hat auch schon 4 Sessions eingereicht. Genau, aber zwei hat er rübergezogen. Das Workaholic-Mode unterwegs. Genau, also da findet ihr zum Beispiel von Johannes, der eben, wie er selber geschrieben hatte, Nebenthemen, ne? Nebenthemen hatte im Sendegate schon, da hat er dann gesagt, naja, okay, das ist dann vielleicht auch was, was man außerhalb der Sessions noch einfach so besprechen kann, was aber eben trotzdem für einige hier von Interesse sein dürfte. Und da, also, wenn ihr, guckt euch das an, was da schon steht, und trefft euch mit Johannes zum Besprechen. Das, nur für die beiden, aber auch ansonsten, hey, ich meine, Linux unter, die Podcasten unter Linux, also, hier ist es unser Experte. Ich höre verhaltenes Klatschen. Sind beide Linux-Benutzer anwesend? Das, also neben dem, was wir hier natürlich sowieso alles besprechen wollen und anreisen wollen, unsere eigentliche inhaltliche Planung für morgen, findet ihr dann unter der Rubrik Sessions auch dort drüben auf der Infowand. Wir haben da schon mal alle Sachen hingehangen, die sowieso schon im Sendegate sich versammelt hatten an Einreichungen. Und da könnt ihr jetzt die Zeit bis zur Barcamp-Planung, die gar nicht mal so fern ist, vielleicht noch nutzen, um euch das nochmal anzuschauen, wenn ihr wollt. Und ich würde dann diejenigen bitten, die auf jeden Fall morgen ihre Session halten wollen, sich den Zettel von dort zu nehmen und nachher zur Planung mitzunehmen, damit wir das entsprechend aufhängen wollen. Überlegt euch ein bisschen, ob ihr morgen machen wollt oder ob ihr am Sonntag machen wollt. Und wenn ihr da jetzt noch nicht hängen solltet, wir haben auch noch Blankozettel hingelegt. Das heißt, ihr könnt auch gerne noch eure Sessions da auf Blankozettel draufschreiben, hinhängen, einreichen, was auch immer und nachher dann eben nochmal kurz vorstellen. Wir wollen damit ein bisschen erreichen, dass wir die Vorstellungsrunden nachher zeitlich komprimieren. Wir hoffen, ihr hattet alle auch schon genug Zeit, um euch im Sendegate ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was eingereicht wurde und nachher eben zu einer guten, konzisen Planung zu kommen. Ralf, du wolltest? Für die Verteilung der Größen, also welche Session läuft dann in welchem Raum mit wie vielen Leuten, gab es ja schon im Sendegate und jetzt auch auf dem physisch-realen Zettel die Rubrik interessiert mich Doppelpunkt, wo man sich schon reinschreiben konnte. Das haben wir auch ausgedruckt auf den DIN A4-Bögen jetzt und schreibt, wenn ihr da auch gerne hin möchtet zu der Session, bitte dann auch mit Kuli einfach euren Namen nochmal mit dazu, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Das vereinfacht uns dann heute und morgen ein bisschen die Einschätzung, okay, was sind die tendenziell überlaufenden Sachen und die kommen dann eher in den großen Raum. Vereinfacht dann auch vor allen Dingen die Planung oder überhaupt das für diejenigen, die es einreichten, wo sie sich ungefähr einsortieren sollten. Zu der eigentlichen Planung werde ich nachher nochmal was sagen, wenn wir dann an die richtige Zusammenstellung gehen. Da wird es 2, 3 neue Spielregeln geben. Auch Tim hat ja schon gesagt, es geht das Gerücht, dass es hier nur um Technik geht. Das wollen wir natürlich auch wieder ordentlich hinterfragen und haben uns da was ausgedacht. Und ja, dann werden wir dann das Programm, achso genau, weil ihr seht gerade Zettel, also Vordrucke für die Sessions. Ihr seht auch Blanko, also komplette Blanko-Zettel. Die könnt ihr nutzen, wie ihr wollt, für die Sprich mit mir über Sachen. Also guckt vielleicht, dass ihr da noch einen schönen Stift so findet. Den habe ich jetzt noch nicht gesucht. Und nutzt das einfach fleißig, um euch da zu verabreden. Das Komplettprogramm und auch die Sessions wird es dann hier geben im frapp.sendegate.de/de/ppw15a/public/schedule. Denn jetzt fand ich den Vorschlag mit dem Shortener doch gut. Aber bitte in kleinen Buchstaben. Alles case sensitive. Wir haben, da wir das VOG nicht noch mehr ärgern wollten, als wir es sowieso immer tun, beschlossen, dass wir dieses Mal auf deren auch Planungsinfrastruktur setzen. Und die spuckt uns dann auch schon ein Timetable aus und hilft uns hinterher beim Schneiden und der schnellen Verfügbarmachung der Videos. Deswegen gibt es den Timetable, den auch dann immer aktualisierten, auch mit den Sessions dann dort. Dann wird es dieses Jahr oder
dieses Mal die Workshop-Dokumentation geben. Wir haben letztes Mal ja dann immer schon bei der Session-Zusammenfassung hinterher gefragt, wo dann die Sachen zur Verfügung gestellt werden. Wir haben uns das so überlegt, dass wir dieses Mal für jede Session einen Thread im Sendegate aufmachen. Dazu haben wir das Doku-Team. Dieser Thread wird in den jeweiligen Kategorien, wo er eben reinpasst, stattfinden. Damit wir aber eine Rückkopplung zum PPW 15a haben, wird es dort dann einen Index geben, also eine Auflistung der Threads zu den Sessions, die stattgefunden haben. Da würde ich dann diejenigen bitten, die in den Sessions sitzen, auch einfach dort dann ihre Dokumentation reinzuschreiben, Materialien zu sammeln. Das ist dann nicht so richtig Aufgabe des Doku-Teams, außer die sitzen sowieso drin. Die sollen dann vor allem dafür sorgen, dass eben diese Threads entstehen und die Übersicht. Martin, reicht dir das schon? Also wer noch keinen Sendegate-Account hat, jetzt ist die Gelegenheit, sich einzuklicken. Wer die Vermutung hat, dass wir das Sendegate gerade promoten, nicht, dass ich wüsste. Dann kommen wir eigentlich auch schon fast zum Ende. Und zwar haben wir da hinten nicht nur die weiße Schüssel aufgestellt, in die wir uns freuen, wenn ihr uns ein paar 5-Cent-Stücke einwerft, sondern auch noch drei weitere durchsichtige. Wir haben da auch gleich weiblich, männlich und Themen dran gehängt. Das Ganze ist für unser Lovely Evening Entertainment morgen gedacht, ehemals 5 hoch 3 genannt, dieses Jahr dann aber auf 5 hoch 4 erweitert. Man muss sich immer steigern, ganz wichtig. Nächstes Mal dann 5 hoch 5. Und zwar exponentiell steigern, also ja. Ganz wichtig. Das Ganze wird so aussehen, also 5 hoch 3 waren ja 5 Themen, 5 Personen und 5 Minuten dafür. Und dieses Mal werden wir 5 Themen, 5 Personen, 5 Minuten und das Ganze in 5 Runden machen. Ihr könnt dabei in folgendermaßen beitragen. Da hinten liegen kleine Zettelchen, da könnt ihr Namen draufschreiben, männliche und weibliche Namen von Leuten, die ihr hier findet. Das heißt, die schlagt ihr damit vor für die Teilnahme an unserem 5 hoch 4 Panel. So, das werden wir. Niemand darf sich jetzt noch sicher fühlen. Wir würden euch bitten, dass jeder von euch 2 Männlein, 2 Weiblein vorschlägt und da hinten reinschmeißt. Wir werden morgen dann ziehen zur Begrüßung. Und das heißt, es kann auch durchaus passieren, dass jemand dann 3-mal da sitzt, 5-mal da sitzt oder auch gar nicht da sitzt. Also wie Ralf schon sagte, keiner kann sich sicher fühlen. Das hat was mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun letztendlich. Und die Themen werden wir allerdings vorher redaktionell sichten. Da sind wir ein bisschen gemein. Diverse ist doch schon Zensur. Also ich meine. Wieso? Na, Qualitätssicherung. Sehr wichtig. Wir sind ja in Deutschland hier. Wir werden, also nur um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, also es wird für eben 5 Runden geben. Also es wird niemand zu allen 5 Themen sitzen bleiben müssen. Vermutlich halt nicht. Vermutlich nicht, genau. Sondern es wird halt jedes Mal einen Wechsel geben und es wird eine neue Runde von Leuten geben. Eventuell, wie gesagt, kann es dann auch passieren, ne, Wahrscheinlichkeiten, dass ihr hier 5-mal sitzt. Also kommt drauf an, wie oft ihr vorgeschlagen werdet natürlich. Das wird's, ja. Also ihr versteht, das hat eine Menge Potenzial in Richtung Spieltheorie. Ja? Wenn ihr also selber unbedingt aufs Panel wollt, schreibt ihr 2-mal euren eigenen Namen hin und bestecht noch andere Leute unbedingt, damit die Wahrscheinlichkeit, dass ihr aufs Panel kommt, steigt. Ja? Entsprechend könnt ihr das mit anderen Leuten machen, wenn ihr denkt, okay, ich kenne auch gar keine weiblichen Podcasterinnen, ist das hier das Event, um mal welche kennenzulernen? Also da kann man sich jetzt fröhlich austoben. Ich moderiere da übrigens, ich bin raus. Ja. Das werden wir dann noch sehen. Da gerade im Publikum kritisch nachgefragt wird, 2 pro Kategorie, also 2 pro Schüssel. Das heißt, 2 männlich, 2 weiblich, 2 Themen. Nee, ein Thema. Ein Thema. Da. Jeder darf ein Thema einreichen. So. Wenn ich mehr Themen zähle, als wir Teilnehmer haben. Für die Neuen, gib doch mal so 1-2 Beispiele von Themen. Also das kannst du dir, also wir haben wirklich noch keinen Rahmen vorgegeben. Wir haben letztes Mal. Letztes Jahr war zum Beispiel die Podcast-Bubble Berlin, Fragezeichen. Ich wollte gerade ansetzen, dass wir letztes Jahr eben sehr Meta waren, also da haben wir ausschließlich zu Meta-Podcast-Themen diskutiert. Ich würde eigentlich vorschlagen, dass wir das auch wieder tun. Ich meine, wir sind hier im kleinen Podcast-Rahmen und wir sind hier auf einem Podcaster-Workshop, also lasst uns doch alle hier mal im Meta-Thema bleiben, wenn wir schon mal alle beisammen sind. Was waren denn nochmal die 5 Themen letztes Mal? Das war irgendwie Nische. Neid hatte Ralf. Neid. Geld, genau, Geld. Und Technik und die Berlin. Die Bubble Berlin. Das hat nicht so gezogen, aber ihr werdet euch was Neues einfallen lassen. Da waren alle viel zu kuschelig. Ja. Wir wollen natürlich Streit, Diskord, Auseinandersetzung, heiße Diskutanten.
hier live auf der Bühne. Zu kontrovers. Das Fernsehen kann einpacken. So, genau. Dann kommen wir noch dazu, dass unsere letzte Wand, das ist die hier mit den Infobögen, die, also die hier heißt, die hier genau hinter euch im den Raum Mosaik einrahmt. Dort würden wir euch bitten, eure Infobögen, die wir natürlich alle vor verschickt hatten und ihr natürlich auch alle ausgefüllt und mitgebracht habt, also ich verlasse mich da ja auf euch, dass ihr die dort einfach aufhängt. Falls es jemand nicht getan haben sollte, wir haben auch dafür Blankobögen natürlich vor Ort. Das Ganze, auch das hat der Martin schon mal schön gemacht, vorbildlich als erstes sein Infobogen dahin gehängt und auf Anforderungen, also und wir freuen uns, wenn da dann eine schöne Wand entsteht, die dann eben nicht nur bunt ist, wie letztes Mal die Fotowand, sondern auch informativ. Das heißt, ihr schreibt da nicht nur drauf, was euer Projekt ist und im Idealfall, wie ihr gerade aussieht, was wir dann erfahren oder auch sowieso erfahren hätten vor Ort, sondern auch, was ihr euch gerade thematisch beschäftigt und wozu ihr euch nochmal unterhalten würdet. Das ist also so ein bisschen diese, lasst uns sprechen über und diese, ich biete, ich suche, gehen so ein bisschen quer und wir wollten nur verhindern, dass alle immer dann suchen müssen, okay, da sind. Also das ist so ein bisschen Das funktioniert, obwohl ich dort erst seit 2 Stunden hänge, wurde ich schon von einem Core-Audio-Entwickler angesprochen. Also unterschätzt das nicht, das scheint ein ausgesprochen nützliches Instrument zu sein. Fotos? Haben wir eine Foto-Option? Nein, haben wir, also wir haben nichts geplant, wir haben natürlich trotzdem was dabei. Das heißt, wenn wir sehen, dass ihr da überhaupt keine Fotos drauf habt, dann finden wir das natürlich schade und werden euch schon im Laufe des Wochenendes noch ausreichend nerven, um noch ein Foto nachzuliefern. Genau, also hängt euch da auf, bitte, ja, weil das ist einfach, so in der Form machen wir es jetzt hier das erste Mal. Ich habe da ganz gute Erfahrungen auf anderen Konferenzen gesammelt. Das ist einfach sehr nett, weil man einfach so sehr schnell mal eben lang gehen kann und sagen kann, oh, wer ist denn noch hier? Ah, das Projekt und so weiter. Nicht, dass ihr dann irgendwie nach Hause geht und danach merkt so, oh, hier XY war ja auch da. Wusste ich gar nicht, dass der sie das ist. Ja, Podcast oder Namen oder was auch immer man dann kennt. Und wenn ihr ein Foto noch dazu hängt, dann werdet ihr halt auch schneller gefunden. Darum geht es ja hier, Kommunikation. Letztes Jahr hatten wir halt nur die Fotos und das war sehr arzi-fazi, wenn ihr das noch so vor Augen habt. Aber ne, dieses Jahr hier Content, Inhalt. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch fast nicht mehr sagen. Ne? Wenn wir nicht nerven sollen und wer einfach von sich alleine kommt, zwischendurch mal zum Fotos machen, wir machen das so ab morgen dann ungefähr. Also einfach Fragen hilft. Ja, das war es eigentlich von mir und damit dann viel Spaß beim PPW 15a. Wenn noch Fragen sind, fragt jetzt. Genau, Fragen zur Organisation. Juri. Dann klatsch los.